geht gar nicht. Das ist doch behindert, Mann. Ob du behindert bist, egal. Wir machen das jetzt so. Eins, zwei mit einer Hand. Intro. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lightning LP. Ja, wie man schon gerade hier ganz klar sehen kann, kam wieder mal ein Paket, was wir uns bei Amazon bestellt haben. Und dazu werde ich euch jetzt gleich mal was sagen. In dem Fall packe ich das jetzt erstmal aus. Vorab, Prüfung gerade schön bestanden. Ja, Zwischenprüfungen ist damit gelutscht. Auf jeden Fall zwischen, was haben die gesagt, zwischen 55 und 85% kann ich mit rechnen, dass ich das erreicht habe. So, was haben wir denn alles hier Schönes? Also, 10% Gutschein auf Shop-Apotheke. Braucht kein Mensch. Weinangebote braucht auch kein Mensch. So, jetzt gucken wir einmal kurz hier, weil hier sind natürlich meine Daten, die habe ich noch nicht gelöscht sozusagen. Aber dann jetzt mal hier zu dem Paket. Ist da nichts mehr anderes drin? Müsste noch was. Ja, ich wollte schon sagen. So, also fangen wir mal an. Ich muss jetzt selber mal kurz gucken, wie das ganze Ding hier heißt. Ah, wunderbar. So, also. Fange ich mal an hier. So, hier sieht man ganz klar einen DVI-Adapter, also ein DVI-Anschluss für einen ganz normalen Desktop- oder Laptop-PC, je nachdem. Und ein HDMI. So, Akku war gerade ein bisschen verbuggt. Und ein HDMI-Output. So, damit splitte ich halt das Signal von diesem scheiß DVI-Signal auf HDMI. Denn ich habe an dem neuen PC, den ich mir bestellt habe, nur einen HDMI-Anschluss. Da komme ich aber gleich zu. Und ja, normale Verhältnisse hat halt auch ein DVI-Anschluss. Und dementsprechend habe ich gesagt, alles klar, holst du dir den. Das Ding nennt sich DVI-Adapter HDMI-Büchse und dann halt zu DVI-Stecker. Also muss man auch, da gibt es ein paar Bezeichnungen. Link dazu werde ich euch in die Beschreibung packen. Gesamtpreis von dem kleinen Ding 5,99 €. Bestellt mit Prime, muss ich dazu sagen. Also wunderbar. So, dann kommen wir zum zweiten Ding. Da hatte ich mehrere Designe zur Auswahl, aber letztendlich habe ich mich für das ganz schlichte Design entschieden. Nämlich kommen wir zu einem 3D Ready Full HD 1080p HDMI Switcher. Und das ganze Ding hat genau drei Ports. Das sieht man hier ganz schön. HDMI Input und dann haben wir drei Outputs. Warum auch immer da Input steht, kann ich mir echt nicht erklären. Das ganze System funktioniert irgendwie gar nicht, weil ich habe hier keine Knöpfe dran. Muss ich vielleicht immer Select drücken oder so. Damit werde ich dann halt Bildschirm 1, Bildschirm 2 splitten und die Konsole. Das dazu. Der gesamte Preis von dem Ding, je nach Design und je nach Farbe, bezieht sich zwischen 14,85 € und 23,95 €. Ja, für kleine Nebengeräusche muss ich mich jetzt mal eben entschuldigen, weil ich halte selber die Kamera gerade nicht. Und ja, so, das war es eigentlich schon dazu. Kleines Unboxing mal eben. Dazu ein Praxistest, weiß ich nicht, Freunde. Könnt ihr mir mal in die Beschreibung, in die Kommentare packen, weiß ich nicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Das werdet ihr dann sehen, wenn halt die Aufnahmen positiv laufen. Dann habe ich gerade eine Rückmeldung bekommen von Computerwerk. Der PC ist allerspätestens in 2 Tagen da. Freunde, ganz ehrlich, ich habe das Ding am 25. bestellt. Am 25. ist bei dem die Kohle eingegangen, weil ich direkt am 25. morgens bestellt habe. Mittags dann halt, oder vormittags noch früh, das Geld überwiesen habe und dann abends kam das Geld an und heute ist der 26. und wir kriegen schon eine Rückmeldung von denen, dass der PC gerade versendet wurde. Und DHL Express Versand dauert nicht länger eigentlich als ein Werkteil. Deshalb sage ich gerade, baue mir einen Zeitpuffer ein, 2 Tage. Das heißt, Freitag werden wir auf jeden Fall das Ding haben, bis die ganzen Hardware- und Setup-Einstellungen da soweit gelutscht sind. Sollte es dann richtig losgehen, wie gesagt, ein AMD FX 6300er, also ein 6-Kern-Prozessor mit 3,9 GHz auf Turbo Boost 4,2 oder 4,3, weiß ich nicht. Werde ich auch unten in die Beschreibung nochmal packen, aber von dem Unboxing vom PC. Das war's dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Tipps oder Equipment Vorschläge habt, unten in die Comments damit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, euer Lightning. Haut da rein. Ciao.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lightning LP. Und heute gibt's was zu feiern, denn ich habe was vorbereitet. Und ja, wenn das Licht zu hell ist, das bin diesmal nicht ich, das ist nicht die Kamera, sondern ich habe mir jetzt hier mal provisorisch einen Fluchstrahler gebastelt. Und ja, wie man sehen kann, oder ja, gut zu erkennen kann, gibt es hier einen großen fetten Karton, wo ich gerade gegentrete, und ein weiteres Päckchen, das kommt uns schon fast ein bisschen bekannt vor, irgendwie schicken die mittlerweile Amazon nur noch die gleichen Sachen, und es sind zwei Bestellungen. Die erste Bestellung ist ja aus dem weiten entfernten Land und das andere ist aus Nordhausen, da in der Nähe von Leipzig, keine Ahnung wo das ist, und nämlich das ist die Firma Computerwerk. Ja, richtig. Unser PC ist heute angekommen und dazu muss ich noch mal was zu sagen. Wir haben jetzt den 27.3., nämlich, ja okay, 22.44 Uhr, ich muss das Handy noch aufladen, weil, wie gesagt, die Kamera ist nicht hier in der Stadt, wo ich gerade mich aufhalte, sondern in einer anderen Stadt, in der alten Wohnung noch, und ja, jetzt habe ich halt nur mein Handy. So, fangen wir mal an mit dem kleinen Paket, denn hier habe ich mir noch eine Kleinigkeit bestellt und das gehört dazu. Ja, oh, jetzt mache ich den Karton kaputt. So, für Nebengeräusche und alles andere entschuldige ich mich mal. Ich muss das ja hier alles so ein bisschen mal gucken, wie ich das... Ah, das geht super einfach auf. Oder, naja. So, was haben wir denn da drin? Gucken wir mal rein. Da sehen wir eine Rechnung, mein Messer ist runtergefallen und eine Spritze. Jetzt mir mein Paket auch noch runtergefallen. Was ist das hier für ein Scheiß? Den ganzen Kack ausschütten. Ja, Rechnung ausblenden. Weg damit. Nämlich, richtig nice, wir haben uns eine TG2 Thermal Grease bestellt. Nämlich auf gut Deutsch Wärmeleitpaste. Die wird Nabi mir drauf schmieren, denn ich habe, er sagte halt nur, oder, naja, doch, er hat es mal erwähnt irgendwie und ich habe gesagt, alles klar, jetzt hole ich sie mir auch. Er hat halt mal erwähnt, man sollte sich die mal besorgen und so eine scheiß Wärmeleitpaste, da sind jetzt 4 Gramm drin, kostet mal eben, ja, fast 10 Euro. Das ist echt heftig für so eine Popelspritze. So, also, Wärmeleitpaste heißt nicht jetzt als Bodylotion oder Sonnencreme zu benutzen, weil die Scheiße soll angeblich hochgradig giftig sein. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, Attacke. Ah, hier sieht man es nochmal, den Absender. So, Computerwerk auf der Fokussierduschbacken. Grimmelallee 4C in 473, mein Gott. Oder 734 Nordhausen. So, dann machen wir den Scheiß jetzt mal auf. Sorry, wenn das Handy die ganze Zeit nicht fokussiert automatisch. So, ich schnapp mir hier gleich selber noch. Und einmal vorsichtig durch, wir wollen ja nichts kaputt machen. Und jetzt noch hier. Am Rand. Am anderen Rand. Na los. Auf, du Stück Scheiße. So. Ich bin voll aufgeregt, Freunde. Ihr könnt es euch gar nicht glauben. Boah, Alter. Verpackungsmaterial über Verpackungsmaterial. Und die Löhl. Die benutzen als Verpackungsmaterial das, was sie verbaut haben und schützen damit meinen PC, oder was ist los? Soll ich mir jetzt aus einer... Da sieht man's. Eine GeForce GTX 770er. Ihr könnt ja gerne mal bei Google schauen, wie teuer die Scheiße ist. Sieht auf jeden Fall. Ohne Mist, die verbauen ernsthaft als Schutzmaterial das, was die in dem PC verbaut haben. Das ist ja mal saugeil. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Und hier ist noch das Mainboard, genau. So, Lieferschein und Rechnung. Rechnung sind wir jetzt bei... Mal hier gucken, ey. Wie wir jetzt Rechnung haben. Hier kann man es mal kurz sehen. Eigentlich ganz preiswert. Mehrwertsteuer, Märchensteuer ist so heftig. 65 Euro. So, und noch mehr. Aua. Das scheiß Ding hat mich gepiekt. Guck mal, ist blutig. Was haben wir denn hier? Plastik. Warum ist da Plastik drin? Können die nicht verpacken oder was? Ein Karton in den nächsten Karton. Was haben wir denn hier Schönes?
Ah, ja, genau, das habe ich mir bestellt. Das sind so, ja, Puffer. Nein, Spaß. den hat, da könnt ihr gerne mal auf den Kanal vorbeischauen. Den werde ich mal jetzt unten verlinken, weil ich mache das meistens so. Alle Kanäle, die ich unten, die ich mal in einem Video erwähne, verlinke ich auch. Und jetzt kriege ich gerade einen Aggressions... Ja, wieder zurück. Ich habe gerade mal hier... Musste mal kurz aufschreien, weil hier doch in mein Zimmer gegangen wurde. So, also, da steht schon Mainboard, WTF. Jetzt ist das ernsthaft in einem weiteren Karton. Achso, wo ich stehen geblieben war. Ich mache das meistens ja so für YouTuber, die ich halt in meinem Video erwähne. Die verlinke ich auch. Und dementsprechend erwähne ich mit diesem schlechten Witz da mit der Polsterfolie mal Cygnus BF. Und jetzt mit seinem neuen Let's Play-Kanal Cygnus Live. Wie gesagt, beide Kanäle werden da unten mal verlinkt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Scheißdreck hier rauskriege. Und Handy erstmal von Ladestation ab. Uah, fällt mir fast runter. Das geht gar nicht. Er ist doch behindert, Mann. Ob du behindert bist, egal. Wir machen das jetzt so. Eins, zwei mit einer Hand. Uah. Ich hoffe, der Karton geht jetzt nicht unten auf. Da bin ich im Arsch. Weg mit dem Scheiß. Moment nicht. So, Moment. Jetzt haben wir die Lichtverhältnisse hier wieder. Viel zu viel Verpackungsmaterial. Übrigens, da steht Vorsicht, hochempfindliche Elektrogeräte. Wie bescheuert. So, mal kurz hier wieder Licht. Richtig schnubbeln. Ihr werdet sicherlich gerade schon gehört haben, was das ist. So eine dämliche alte Schirmlampe. Ja, hole ich mir auch noch. Erstens Flutstrahler und zweitens Softboxen. Aber das kommt jetzt danach. K5? Was heißt K5? Lö. Da steht Exklusiv Gaming Case. Mhm. Da wollen wir mal gucken, was da so Exklusives drin ist. So, normalerweise gehen Unboxings professioneller und schneller. Das hat sogar gereimt. Aber rappen werde ich jetzt hier euch nicht irgendwas vor. Ich habe Geschenke bekommen. Ich habe Geschenke bekommen. Fangen wir mal an. Was haben wir denn hier? Irgendein Asus Kack. Muss ich jetzt mal kurz analysieren, was das hier überhaupt ist. Das sieht aus wie... Wie sieht das denn aus? Ach, das soll eine Anleitung sein. Eine Anleitung. Ja, und über das Mainboard, genau. Und Kabel. Aber was für Kabel? Da werden wir gleich nochmal drauf zukommen. Also Kabel und Mainboard-Anleitung. So, jetzt sehen wir hier schon... Monitor. Oh, mein Mainboard hat doch einen HDMI-Anschluss. Ich krieg einen zu viel. Ey, wie geil ist das denn? Irgendwelche Pnöppel. Müssen wir mal schauen. Und da habe ich mir extra bestellt. Ein etwas größeres Mainboard. Das hat mal eben 80 Euro mehr gekostet als das standardmäßig. Oh, schlecht verarbeitet, würde ich mal sagen. Das biegt sich. Nee, ich glaube, das ist so. Der normale hätte 3 USB-Ports, glaube ich, hinten gehabt. Und oder 2 nur sogar. Und ich habe mir mit 4 geholt. Und halt noch VAG-Anschlüsse, DVDI und all so ein Scheiß. So, jetzt muss ich den Kack jetzt auch nochmal irgendwie da rauskriegen. Jetzt ist die Frage, wie? Dann werden wir jetzt irgendwie mal... Das geht doch gar nicht. Muss ich den Karton für aufreißen? Ja, Moment mal. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Leute, das kriegen wir hin. Wir sind professionell schlecht. Das jetzt mal hier so... Wie hatte ich das denn mal? Ich hatte das mal geplant. Ja, ich hatte was geplant. Ich kann auch planen. Kaum zu glauben, aber manchmal passiert das. So, jetzt mal gucken hier, wie die Scheiße funktioniert. Wie ich das denn jetzt am besten hin? So, und jetzt muss ich hier irgendwas drunter schieben, damit die Kacke nicht kippt. Ach, scheiß drauf. So, wieder zurück. Es ging einfach nicht anders. Ich musste das eben pausieren, wie ich den Scheiß aus dem weiteren Karton raushole. Jetzt werden wir mal hier eben diese Styropor-Scheiße abmachen.
Wie gesagt, ich besorge mir noch ein Stativ. Oh, ich habe gerade beim Rausholen voll ein Gewicht bekommen, ey. Ich hoffe, da ist jetzt nichts an elektronischen Sachen kaputt gegangen. Jetzt kriege ich die Scheiße da nicht ab, ey. Nicht euer Scheiß ernst, oder? Ja, doch, das geht doch wunderbar, ja. Oh, ich habe den ja auch falsch rum, sehe ich gerade. Das sind die Standbeine. Ah, Styropor, Styropor, Styropor. Kackfolie mal hier abmachen. Oh, eh kein Mensch. Oh, Moment. Einmal kurz zurecht hier geschnubbelt. Warum sind die eigentlich immer mit der Rückseite nach oben verpackt? Das ist mir früher schon mal aufgefallen, wo ich mir den Alienware X51 besorgt habe. Das ist jedes Mal dasselbe. Und das Ding ist monsterschwer, Freunde. Ey, das Monster ist so schwer. Das ist mal irgendeine Kackfolie, ey. Doch kein Schwein, ey. Hier, Folie. So, jetzt werden wir das Ding mal... Also, ein weißes Gehäuse. Und ihr seht schon, hier oben habe ich weitere zwei USB-Anschlüsse, den Power-Button. Dann hier, ich glaube, also eine Betriebslampe, irgendein Reset-Knopf, Mic und Audioausgang und dann hier noch dieses SS-Modem. So. Ja, hier kann man ganz schön sehen, was das Ding überhaupt hat. Ja, Schleichwerbung von Computerwerk. Kann man das abmachen? Nee, kann man nicht. Aber hier können wir pushen. Kann man abnehmen. Ja, schön. Eine Schutzklappe für das Gehäuse, um eventuell weitere... Oh, jetzt mache ich es kaputt hier gerade. Macht das gerade kaputt hier. Mal gucken, wie das reingeht. Hier geht der Scheiß dann wieder rein. Das hält, oder? Hält. Und aber hier unten ist auch nichts. Alles klar. So, wir werden das Ding natürlich gleich auch mal aufmachen. Wenn dann natürlich... hierzu muss ich sagen, total geil. Ist ein LG-Laufwerk. Direkt ein Brenner. Also wunderbar. Das Ding ist besser als dieses ganz normale Teil. Und hier kann man gar nichts aufmachen. Bitte sagt mir nicht, das ist ein Gehäuse, was man aufschrauben muss, weil dann kriege ich einen zu viel. Aufschraubgehäuse sind nämlich total beschissen. Hey, alles gut. So, von welcher Seite gucken wir denn rein? Normalerweise guckt man von... Ah ja, ist eigentlich völlig egal. Komm, wir schrauben den Scheiß mal auf. Wenn der Scheiß mal aufgehen würde. So. Werde ich das Ding auch mal gleich hinlegen. Dazu muss ich aber sagen, ich werde gleich mal erstmal mich entladen, indem ich hier meinen scheiß Heizkörper mal anfasse, weil wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, die innere Elektronik zu schrotten. Da gibt es nämlich viele Fails immer. Und das Ding werden wir jetzt mal hier ein Stück nach vorne ziehen. So, ich komme gleich mal ein bisschen zu den technischen Daten. Ich weiß sie selber so genau nicht mehr. So, legen wir dich mal hin hier. Das ist ein Ehrenplatz. So. Einmal kurz die Kamera hier draufgelegt. Nee, Kamera nicht draufgelegt. So, ich bin entladen hoffentlich. Nein, ist halt einfach nur... Oh, da sehen wir es schon. Alter Falter Schwede. Also, was gibt's dazu zu sagen? Wir fangen mal an. Ja, dafür brauche ich mal den die gute alte Rechnung, die ich gerade irgendwo hier weit weggekickt habe, weil ich habe absolut keine Ahnung, was genau ich mir da überhaupt geholt hatte. Ich weiß es schon noch, aber ich könnte es jetzt nicht direkt auflisten. Also, das Mainboard ist ein Asus M5A78LM LX3. Keine Ahnung, was das ist. Das ist dieses Ding hier, was man hier so schön sieht. Hat, wenn ich mich nicht täusche, genau, hat, wie gesagt, angeblich, also das Ding hat jetzt 8 GB Arbeitsspeicher und hat angeblich doch 2 Slots nur? Das Ding, hier ist noch einer. Da sieht man so ganz schlecht gerade. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Und angeblich sollte das Mainboard 4 haben. Ich sehe nur 2. Also wenn ich den kleinen hier, aber das kleine ist niemals ein Dingsbums. Ja, egal. Dann kommen wir mal zu dem Kühler. Das ist ein Right Jacket Adios PWM
92 mm Kühler. Das ist das schöne Ding hier, wenn man hier so schön erkennen kann. Das ist schön leise. Das Gehäuse ist auch schallgedämmt. Also hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier sind so, ja, Schallisolierungsdinger. Zwar viel gelöchert, trotzdem, aber es soll super leise sein. Hier, das ist halt der Kühler oder der Kühltower. Klein, aber fein, sieht ganz nice aus. Hat hier auch nochmal einen internen Kühler. Und ja, so. Was haben wir hier? Das ist die Festplatte, glaube ich. Hier ist die Festplatte. Ne, hier unten ist die Festplatte verbaut. Hello. Hier unten ist die Festplatte verbaut. Wie gesagt, absolut keine Ahnung. Hier unten ist die Festplatte. Das ist eine SATA. Und mit einem Terabyte Speicher. Es sollte erstmal reichen. Wir werden uns noch eine SSD zulegen. Nebenbei. So, das Wichtigste eigentlich an dem ganzen PC ist mein stolzes Mainboard. Ach, Mainboard sage ich schon, mein Mainboard. Geil. Ja, so gefällt gerade. Nein, mein meine CPU, nämlich ein AMD FX 6300er 8MB, 6x 3,9 GHz mit 95 Watt und auf Turbo Boost halt mit 4,3 bepowert. Und bin ich jetzt blöd oder habe ich einfach nur keine Ahnung? Ich glaube, ich habe eher keine Ahnung, weil ich finde meine Grafikkarte nicht. Wo ist meine Grafikkarte? Ich habe keine Ahnung. Wo ist meine scheiß Grafikkarte? Ich bin ein Nerd, was sowas angeht. Wo ist denn die Grafikkarte? Das ist die Grafikkarte? Ich glaube, das ist die Grafikkarte, oder? Nee, die ist viel zu fett für eine Grafikkarte. So blöd kann ich doch gar nicht sein. Ist das eine Grafikkarte? Das ist keine Grafikkarte. Doch, das ist eine Grafikkarte. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist da eine schöne Grafikkarte drin. Jetzt muss ich selber mal gucken, welche Grafikkarte war das denn. Schreibe ich euch unten in die Beschreibung rein, finde ich hier gerade nicht auf dieser ganzen Auflistungskacke. Hey, das ist gar keine Grafikkarte. Hey, wo ist meine Grafikkarte? DVD, bla bla bla. HD, RAM. 8GB. Da ist keine Grafikkarte bei. Hey, nein, doch, da war eine Grafikkarte bei. War, auf jeden Fall ist da definitiv eine bei. Ich weiß jetzt gerade. Ja, ich sehe sie, glaube ich, gerade. Okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt... War das jetzt überhaupt die 770er? Ich meine, die 770er war es, aber ich finde die ja gerade nicht. So, ja, das war's dazu erstmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es, wie gesagt, sehr, sehr merkwürdig war, dieses Unboxing. Und hier sind noch irgendwelche blöden Anschlüsse. Falls ihr irgendwo Ahnung habt, ob das vier halt, ob das halt vier Anschlüsse hier für RAM sind, dann habt ihr euch geschnitten, weil so viel Ahnung habe ich. Man klinkt die beiden Clips hier hinten und vorne aus, kann die den Arbeitsspeicher rausziehen und den dementsprechend ersetzen. Deshalb habe ich absolut keine Ahnung, wundere mich gerade echt sehr, wo denn meine anderen zwei Arbeitsspeicher-Slots sind. Keine Ahnung. Aber ich werde den eh nicht auf 32 GB erweitern, sondern nur auf 16 GB. Das heißt, ich werde mir noch 8 GB zusätzlich bestellen. Gut, das war's davon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und auf jeden Fall eine positive Bewertung mit einem Daumen nach oben. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt Unboxing Gaming Pro. Nein. Wie gesagt, schaut mal einfach vorbei. Es wird da jetzt einiges kommen. Ich muss jetzt die ganzen technischen Daten noch installieren, weil ich muss ja jetzt hier Windows 7 Ultimate drauf schmeißen und ja, ganz, ganz viel anderen Scheiß noch machen. Die ganzen Programme installieren. Das wird ungefähr einen Tag Arbeit in Anspruch nehmen und dann sehen wir uns wieder gepflegt am Montag. Auf jeden Fall. Ja, Montag. Ich weiß nicht, ob ich das Video heute noch hochkriege, sonst werdet ihr das halt Freitag sehen. Aber gepflegt, am Montag geht es dann auch hoffentlich mit Final Fantasy weiter. Und ja, Freitag wird dann dementsprechend die Folge ausfallen. Also heute oder wie auch immer. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt endgültig. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.